Der US-Leitindex S&P 500 hat eine Marktkapitalisierung von weit über 40 Billionen Dollar, das Doppelte etwa dessen, was die Amerikaner an Wertschöpfung in einem Jahr erwirtschaften, nämlich das Bruttoinlandsprodukt, das so um und bei 23 Billionen liegt in den USA. However, dieser Index könnte heute etwas schaffen, was er zuletzt vor gut 50 Jahren geschafft hat, 1972, nämlich von den letzten 15 Handelswochen 14 Mal positiv gelaufen zu sein, und dafür gibt es im Grunde zwei Faktoren. Erstens die KI-Euphorie, heute wieder Nvidia und wie sie alle heißen, vor allem Big Tech, die die Aktienmärkte, die Indizes nach oben treiben. Erstens, und zweitens das, was man als Zinsignoranz bezeichnen könnte, nämlich die Aussicht, dass die Zinsen wahrscheinlich doch nicht so schnell und später sinken, als die Märkte erwartet hatten. Das wird komplett ausgeblendet, weil man sich eben fokussiert auf diese KI-Euphorie und sagt, ja, ne, das ist ein Thema, mit dem beschäftigt wir uns später. Heute ja die BIP, nicht die BIP, sondern die Inflationsrevisionen, dazu gleich mehr. Schauen wir uns erstmal diesen Rekord an. Gab es zuletzt 1972, wenn der S&P 500 heute nicht unter 4.959 Punkten schließt, also da ist er ein Stück weit drüber, da müsste schon gut was nach unten gehen heute noch, dann wird er diesen Rekord einstellen. Wie gesagt, das gab es zuletzt 1972, davor nur dreimal, also insgesamt ist das erst viermal passiert, wenn wir heute über dieser 4.959 schließen, dann wäre das fünfte Mal erst in der Geschichte dieses Index, also schon etwas Besonderes. Und einer der zentralen Faktoren ist mechanisch, nämlich diese Optionszockerei. Vor allem hier bei den Magnificent 7 Aktien oder bei den Magnificent 6, Tesla wird inzwischen schon gar nicht mehr dazu gezählt. Da haben wir eine extreme Long-Positionierung, da wird immer wieder mit Calls reingeknallt, dann müssen die Market Maker oder die Verkäufer dieser Optionen, die Dealer, wie sie in den USA heißen, müssen dann mitgehen, kaufen das Underlying, also kaufen eine Nvidia, kaufen eine Microsoft, um sich abzusichern, weil ja praktisch der Käufer eines Calls oder eines Puts ja gegen den Verkäufer dieser Option wettet. Dementsprechend sehen wir hier eine extreme Positionierung, und Goldman Sachs sagt ja, also in den nächsten zwei bis vier Wochen, so zeigt die Geschichte, ist das meistens mit einem negativen Ausgang verbunden, weil irgendwann eben diese Positionen glattgestellt werden müssen, auch eben der sogenannten Dealer. Und was da gestern passiert ist mit dieser 5000er Marke im S&P 500, ich hatte es mehrfach thematisiert, dann ist kurz vor Schluss diese Marke gerissen worden. Kann mir keiner sagen, dass das Zufall ist, da gab es massive Interessen, denn da sind mal eben 109.000 Optionen mit diesem Niveau 5000 sind dann praktisch wertlos geworden. Da haben sich manche Herrschaften richtig schön die Taschen voll gemacht, nämlich diejenigen, die diese Optionen anbieten. Also da ist auch ein Stück weit Manipulation im Spiel, die über Mechanik dann letztendlich die Dinge bewegt. Wir hatten heute, wie schon gesagt, diese Revision der BIP-Daten, und es ist nicht das große Ding geworden, wie es im letzten Jahr war, aber es hat schon Marktreaktionen hervorgerufen. Wir haben vor allem dann den Dezember in der Headline-Inflation ein Ticken niedriger, 0,2 statt vorher 0,3 gemeldet, wobei diese 0,3 im Dezember ja schon über der damaligen Erwartung lag. However, dafür würden November und Oktober um jeweils 0,1 nach oben genommen. In der Summe also ist die Inflation in diesen drei Monaten um 0,1% höher gewesen als bisher bekannt. Aber die Märkte fokussieren sich eben auf das, was ihnen passt. Das Glas ist halb leer. Also fokussiert man sich auf die letzten Inflationsdaten aus dem Dezember und sagt, ja, siehst du, die letzten Daten, die waren doch gut. Hier sehen wir das mal. Die Kernrate praktisch im letzten Jahr komplett unverändert. Untere Grafikteil, obere Grafikteil sehen wir in den letzten drei Monaten eben diese leichten Reversionen, hat jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert, was die Fed in Sachen Zinspolitik tun wird. Allerdings sehen wir eben hier dann Schlagzeile bei Bloomberg, die Revisions confirm inflation progress at end of last year. Naja, aber zum Ende des letzten Jahres war vor allem der Dezember deutlich höher eigentlich als erwartet. Hier sehen wir, dass das ja so ein bisschen den Boden gefunden hat, die Inflation im August. Seitdem ging es dann wieder rauf. Jetzt ist die Frage, wie geht es eben weiter? Hier Analysten von BMO schreiben ja,
wenn nicht März, dann halt Mai oder Juni, egal, ne? Hauptsache irgendwann, aber wenn es so weitergeht, vielleicht erstmal lange nicht, denn wir sehen ja durch diese Lockerung der Financial Conditions, die ausgelöst wurde oder bestärkt wurde, zumindest durch Jerome Powell mit seinen Aussagen seit Mitte Dezember, haben sich die Financial Conditions deutlich gelockert. Wir sehen jetzt auch dann in Reaktion darauf erstmals seit langer Zeit wieder das Conference Board Confidence, also das die Zuversicht, wenn man so will, von CEOs, das erste Mal seit Jahren wieder positiv, und wir sehen diese Zuversicht in Sachen US-Wirtschaft eben auch bei den Renditen, und das bedeutet, dass eigentlich ja schon eine Gegenbewegung passiert, nämlich die Kapitalmarktzinsen steigen latent wieder, noch nicht dahin, wo sie schon mal gewesen sind, bei der 10-jährigen etwa die Marke von 5%, aber wir sind eben auch wieder deutlich über 4%, die 2- und die 5-jährigen Anleihen erreichen jetzt den höchsten Stand seit Dezember 2013, also der höchste Stand des bisherigen Jahres ist das. Auf jeden Fall, und hier dann auch diese Subheadline, die ökonomische Resilienz erodiert das Vertrauen in Fed-Rate-Cuts, das aber scheint die Märkte nicht zu stören. Hier sehen wir mal die 10-jährige Anleiherendite jetzt ziemlich dicht dran am Widerstand von 4,20%. Das ist ein wichtiges Niveau als Widerstandsniveau. Wenn dieses Niveau durchgeht, dann dürften die Renditen weiter in Richtung 4,5% etwa steigen können. Darauf sollten Sie auf jeden Fall achten und vor allem darauf auch, dass normalerweise diese Zinssenkungserwartungen parallel gehen zum S&P 500. Ich hatte diese Grafik mehrfach schon gezeigt. Aber am Dienstag, da wird es jetzt ernst, da kommen nämlich die neuen Inflationsdaten. Da wird erwartet, dass die Inflation zum Vorjahresmonat 3,0% beträgt. Das wäre deutlich geringer als eben jetzt das, was wir mit 3,4% gesehen haben in der Headline-Inflation. Das wäre also wieder ein Rückgang, wie wir ihn zuletzt hatten im Juni, auf das Niveau von Juni von 3,0%. Aber wir haben ja gesehen, Löhne deutlich gestiegen in den US-Arbeitsmarktdaten. Wir haben gesehen, vor allem beim ISM Service Index, also diesem Einkaufsmanager-Index aus dem Dienstleistungssektor, dass die Preise wieder kräftig steigen, und das hängt eben alles zusammen mit dieser Zuversicht, dass die Zinsen schon bald sehr deutlich sinken werden. Jetzt kommt aber der Jamie Dimon von JP Morgan und sagt, ja, also ohne Rezession werden wir wahrscheinlich die 2%-Marke gar nicht erreichen. Weiß nicht, ob das zutreffend ist, aber vielleicht, wenn du eine Regierung hast, die natürlich stimuliert, dann überhitzt die Wirtschaft latent, wie willst du dann auf diese 2% kommen? Aber jetzt KI-Euphorie, heute neue Meldungen, Nvidia will jetzt irgendwas mit Cloud auch anbieten, gell? Und das hat natürlich sofort wieder die Aktie nach oben gebracht. Nvidia ist jetzt in den letzten zwei Monaten, oder hat so viel an Marktkapitalisierung zugelegt in den letzten zwei Monaten, wie Tesla derzeit wert ist, oder Nvidia ist genauso viel wert wie der gesamte Aktienmarkt in Hongkong, also der Hang Seng Index, der ja praktisch der Index ist, über den auch Ausländer in China investieren können. MarketWatch, jetzt nicht bekannt als Bärenschmiede, sagt, also das sieht so ein bisschen aus wie das, was im Jahr 2000 passiert ist. Damals ist es nicht gut ausgegangen, oh, wird bestimmt gut ausgehen. Hier sehen wir mal den Chart von Nvidia to the Moon. Ja, wir sehen also, während der Elon Musk eigentlich zum Mars will, ja, ist Nvidia schon am Mond, ne? Die müssen ja mal diese Relation sehen. Also Tesla ein bisschen out, Elon Musk, und in ist jetzt Nvidia. Und wenn wir uns den S&P 500 mal anschauen, dann ist auch interessant, dass die Marktbreite Anfang Januar deutlich größer war als heute. Anfang Januar war der S&P 500 so um und bei 4.800 Punkte, also sagen wir mal gut 200 Pünktchen tiefer, aber dennoch waren mehr Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt als derzeit, nämlich damals 91%. Jetzt sind es nur 61%, das heißt, wir haben Anstiege des S&P 500 bei gleichzeitig geringerer Marktbreite, weil eben diese KI-Euphorie, diese wenigen Tech-Aktien wie Microsoft, wie Nvidia nach oben treibt. Gehen wir ins Politische, meine Damen und Herren, was aber für die Märkte auch wichtig ist, Biden. Im Grunde ist der Mann politisch tot aus meiner Sicht, denn was hier dieser Bericht des US-Justizministeriums sagt, ist ja faktisch, der Mann ist senil, und das ist, wenn man so will, ein Gesichtsverlust für Joe Biden. Ein vernichtendes Bild, wie hier das Handelsblatt kommentiert. Zweifel an Bidens Fitness. Jetzt könnte Michelle Obama überraschend kandidieren. So gehen zumindest die Gerüchte.
Und hier rechts sehen wir mal die neue Landkarte von Joe Biden. Da ist der Gazastreifen, der direkt an Mexiko grenzt. Hier hatte ja Biden mehrfach gestern wieder mal den ägyptischen Staatschef mit dem mexikanischen Staatschef verwechselt. Vorher ja schon Kohl und Merkel, Mitterrand und Macron. Naja, es ist halt schon ein bisschen her für den guten Joe. Aber es ist wirklich schwer für die Demokraten so zu gewinnen, wenn du einen Präsidenten hast, über den der Spott sich immer mehr ergießt und der wirklich, naja, weniger vital erscheint als Donald Trump. Das müssen selbst beiden Fans wohl anerkennen. Hier sehen wir mal aber ein anderes Problem derzeit. Wir haben ja schon eine ausgewachsene Immobilienkrise übergeordnet. Erstens in China, wo die Preise seit Monaten fallen und nicht steigen wollen. Dann haben wir diese Gewerbeimmobiliensituation in den USA, die sich immer weiter ausbreitet, übergreift. Hier nach Europa, aber auch eben in Asien, Japan zum Beispiel. Das Problem ist schlichtweg auch, und das ist jetzt ein psychologisches Phänomen, dass natürlich Anleger Gelder abziehen, zum Beispiel aus Immobilienfonds, weil sie denken, boah, das sieht nicht gut aus, haben Verluste gemacht. Daraufhin müssen eben die Anbieter solcher Fonds ihre Beteiligung an Immobilien abstoßen, müssen also Immobilien verkaufen und so entsteht eine Spirale nach unten. Und die Frage ist, ob wenn zwei sehr relevante oder der Immobilienmarkt, das größte Asset der Welt, nämlich der chinesische Immobilienmarkt und dann noch ein wichtiges Segment des Immobilienmarkts in den USA in Problemen sind, ob das wirklich mal so eben weggesteckt werden kann. Die EZB warnt jetzt schon vor Kapitalverlusten. China versucht jetzt über Stimulus dagegen zu halten. Credit Growth ist so stark gestiegen, mit einem neuen Rekord sogar. Aber das Problem der chinesischen Wirtschaft ist strukturell, ist die mangelnde Reformbereitschaft, ist dieser Staatssozialismus von Xi Jinping. Da kannst du Geld draufschütten. Du wirst sozusagen die Krankheit damit nicht besiegen. Aber man versucht eben jetzt auch über Staatsfonds Gelder in den Aktienmarkt zu leiten. Ich denke, man wird versuchen, diesen Aktienmarkt nach oben zu kriegen, nach oben zu pushen, um sozusagen den Gesichtsverlust für die Führung in Peking möglichst gering zu halten. Und wie gesagt, ich hatte schon auf die EZB verwiesen in Sachen Warnung vor der Lage am Immobilienmarkt, gerade im Gewerbeimmobilienbereich und der Verquickung oder Verstrickung von Banken hierzulande, vor allem in Deutschland. Die EZB spricht mit gespaltener Zunge, das kommt noch oben drauf. Villeroy, der Franzose, ja, ja, wir werden die Zinsen senken in 2024, Schnabel. Und andere sagen, also wir sollten jetzt echt noch abwarten, sollten vorsichtig sein. Hier sind viele Dinge, die sich wieder ungünstig entwickeln, vor allem die Erwartung der Märkte. Sollten wir erstmal hier die Füße stillhalten. Das ist zwar nicht ein direkter Widerspruch, aber es appelliert an verschiedene Dinge. Villeroy stimuliert diese Erwartungen sinkender Zinsen, Schnabel und andere versuchen das zu verhindern, weil sie sagen, dadurch entsteht wieder neue Inflation. Und Inflation ist auch ein Thema beim Lieferkettengesetz, denn es macht die ganze Geschichte teurer, wenn man mit diesem Aufwand an Bürokratie und so weiter, diesen Kontrollmechanismen, die dafür erforderlich sind, hier an diesem Lieferkettengesetz festhält, das jetzt auf Druck der FDP nicht als EU-Gesetzgebung Eingang gefunden hat. Und wenn Sie mal mit Firmen sprechen hier in Deutschland, dann sagen die viele, also wir leiden unter hohen Energiekosten, aber fast noch problematischer ist aus unserer Sicht das Lieferkettengesetz. Warum? Weil es zwar moralisch, ethisch wunderbar ist, aber negative Folgen hat, sowohl für uns, vor allem für uns, aber auch für die betroffenen Länder. Hier zum Beispiel sagt Veronika Grimm, diese Wirtschaftsweise, Ziele des Lieferkettengesetzes sind gut, aber andere Ziele wie Diversifizierung von Lieferketten, Wertschöpfung in Entwicklungsländern stehen dem entgegen. Und. Das hat also gute Absicht, aber schlechter Effekt. Und genau das ist das Problem, das wir in Deutschland haben. Man kann froh sein, zumindest, dass es nicht als EU-Gesetzgebung jetzt der Fall ist. Abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen. Eben diese Warnung der EZB vor der Verstrickung vor allem deutscher Banken in diesen Immobiliensektor aus dem Bereich Gewerbeimmobilien. Und Nvidia, großartig. Es kann nur nach oben gehen. To the moon, meine Damen und Herren. Das ist die zweite Empfehlung. Und jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende und sag Servus, ciao.